Kapitel 8. Um sich von dem frustrierenden Grand Prix von Australien zu erholen, wollen Caspar Ackermann und Aston Martin in Ascheir unbedingt ein wenig Stabilität erreichen. Aber im Laufe des Rennens wird klar, dass die Abnutzung seiner Reifen in den kritischen Bereich gerät. Ich verliere Grip. Verstanden. Du kannst nächste Runde reinkommen. Boxenstopp nächste Runde. Nein. Ich muss jetzt reinkommen. Es wird zu schlimm. Aiden kommt gleich rein. Halte noch eine Runde durch, Caspar. Hat er nicht eine Runde weniger? Ja, andere Strategie. Hab ich nicht Vorrang? Der kommt an die Box. Bleib bitte draußen, Caspar. Gut. Nein, ich bin hier nur am Rutschen. Ich komme rein. War wohl ziemlich dringend für Aiden, was? Bleib bitte geduldig, Caspar. Noch einen Platz eingebüßt. Und noch einen. Okay, los, los! Oh Mann, da ist Dampf im Kessel. Okay, das hätte besser laufen können. Versuch dir ein paar Plätze zurückzuholen, Caspar. Schon dabei. Ja, das ist echt nicht gut gelaufen. Ja, Alonso Kim, also irgendwie ist das zu leicht. Ich glaube, die haben das irgendwie zu leicht gepatcht. Ich weiß es nicht, ob das schon immer so war. Aber wie gesagt, vielleicht ist es auch einfach, dass man diese Story hier durchspielen kann. Klasse Manöver, bei dir sieht das so einfach aus. Boah, da muss ich aber nochmal von Gas gehen, das ist natürlich ärgerlich. Ah, außerhalb der Strecke muss man aufpassen, darf man nicht überholen, aber ich bin Gott sei Dank wieder reingekommen. Oder zum Glück, warum sagt man eigentlich immer Gott sei Dank, das... Naja. Ah, Latifi ist eine Überrundung, okay. Boah, fahren hier aber echt zickzack um die Gegner. Yuki Tsunoda ist vorbei. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 3,8 Sekunden. Das war nicht so gut. Aber gut, wir haben frische Reifen. Wir gucken mal, was möglich ist. Das war auch nicht so gut. Also perfekt ist es nicht. Okay. Das Ziel habe ich scheinbar nicht erreicht, obwohl ich Achter bin. Sergio Perez verhält sich fair. Ocon, ja, wir haben natürlich viel mehr Grip, das ist noch okay. Ah, hier bin ich aber weit rausgetragen, musste von Gas lupfen. So, und jetzt erwarte ich eigentlich, dass Ackermann die schnellste Runde fährt. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Interessant auch, dass wir jetzt Ackermann sind. Da ist aber jemand eine richtig schnelle Runde gefahren. Hä, kein DRS? Ja, die Bremsen sind schon extrem früh. Naja, wir kennen es ja schon.
fast abgeflogen, verdammt. Pierre Gasly ist vor uns. Unser Teamkollege ist hinter uns. Das ergibt aber eigentlich keinen Sinn. Er war doch vor uns in der Box oder nicht? Oder war der... Ich bin mir nicht sicher. Habe ich jetzt gerade nicht so überblickt, ehrlich gesagt. Wie es hätte wahrscheinlich überblicken sollen. Ja, hier deutlich besser. Minus 5 Sekunden. Jetzt muss ich aber nicht rumeiern. Ach, das ist hier ganz schlecht. Das kostet viel Zeit. So, mehr wird aber auch nicht drin sein. Also ich glaube nicht, dass wir noch ein, zwei Plätze gewinnen. Also 12 Sekunden ist schon ein solides Polster, auch wenn wir frische Reifen haben. Und das Spiel ein bisschen einfacher ist, als meine Fahrweise es zulassen würde. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 11,7 Sekunden. Oh, schon wieder so weit raustragen lassen. Schumacher ist vor uns. Mick Schumacher. Macht fair Platz. Dachte ich. Also wenn ich so leise bin, bitte nicht erschrecken. Das ist einfach Konzentration. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ah, die fahre ich immer... Oh, das kostet so viel Zeit, auf diesen dämlichen Körper zu kommen. Oh, Hamilton hat Platz gewonnen. Ist an Verstappen vorbei. Ja, die haben wir perfekt bekommen. Also neue Bestzeit in Sektor 1 wäre möglich sogar. Das war nicht 1000%ig optimal. Und ja, ich weiß, es gibt nur 100%. Ihr wisst, wie es gemeint ist. Ja, hier sind wir aber mega rum dafür. So, hier raus beschleunigen. Also wir kriegen Hamilton wohl doch noch. Ja, rein. Das ist manchmal gar nicht so einfach, gerade mit älteren Reifen. Oh, wie fahre ich denn da rum? Ach, und zum Ende verbocke ich es wieder. Oh mein Gott. Dieser Curb ist gefährlich. Oh, aber wieder Wagen hier. Schaut euch mal die Wucht an, der wäre kaputt gewesen. Boah. Ja, ich würde mal sagen, ein kleines Replay. Weg von Curb. Oh Gott, das ist aber ganz schlecht gewesen. Ganz weit rausgeflogen. Tja, DRS haben wir leider nicht. Da hätten wir da eben vor der Kurve vorbei sein müssen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Oh, wir haben doch DRS. Ich dachte, da war der Indikator. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. So, hier gibt es auch wieder DRS, das ist gut.
Also der lässt mich ja schon quasi vorbei. Also das ist so gewollt, glaube ich. Sauber gemacht. Gute Arbeit. So, und da kann man mir sagen, was man will. So, das Telefon klingelt. Ich hoffe, ihr hört es nicht allzu laut. Es ist, wie gesagt, immer so. Also, macht euch da nichts draus. Es ist grundsätzlich immer so, dass das Telefon klingelt. Tür, Telefon, irgendwas ist immer. Das ist, ich weiß auch nicht so genau, was hier genau los ist immer. So, dann geht's hier rum. Und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt heißt es hier wirklich... Konzentration hier durchziehen. Naja, eine absolute Bestzeit wird es nicht mehr. Ich meine, wir haben sie eh, aber... So, dafür haben wir die mal mega gekriegt. Also muss man ja mal sagen. Wir gucken mal eins dran. Nee, das schaffen wir nicht. Bestzeit geht nicht, aber immerhin noch eine super Runde. Feuerwerk, sensationell. Absolut spitze, wirklich toll. Das hast du echt gut gemacht. Ein interessantes Aufeinandertreffen von Ackermann und Jackson hier in der Boxengasse, Stefan. Wird das hinter den Kulissen noch weitere Spannungen auslösen? Ackermann hat sich über Funk schon ziemlich wütend angehört. Sollte bis nächste Runde warten, aber kam trotzdem rein. Mit klarem Kopf würde man so eine Entscheidung nicht treffen. Hat er da seine persönlichen Probleme mit auf die Strecke gebracht? Ich glaube schon. In der letzten Saison haben sie sich oft genug gegenseitig Punkte gekostet. Und wenn man sieht, was heute passiert ist, glaube ich, es geht genauso weiter. Es ist an der Zeit, den Top-Fahrern die Pokale für den heutigen Grand Prix zu überreichen. Im Fahrerlager sind eine Menge Leute sehr glücklich mit diesem Resultat. Aston Martin steht heute ganz oben. Aus unserer Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Wie war es aus Ihrer Sicht? Glückwunsch zu diesem harten Rennen heute, Kaspar. Für uns Zuschauer schien es so, als habe es irgendeinen Konflikt wegen der Boxenstopp-Strategie gegeben. Können Sie uns das erklären? Gegen das Team? Ja, komm, er hat so entschieden. Die Strategie des Teams war falsch, also habe ich selbst die Entscheidung getroffen. Wenn man am Steuer sitzt, muss man manchmal selbst entscheiden. Ich habe gemerkt, dass ich bald neue Reifen brauche und an die Box muss. Das Team sieht das vielleicht anders, aber ich konnte es wieder ausgleichen. Also mal sehen. Die Schwierigkeiten heute lagen also an einer Teamentscheidung und nicht an weiteren Spannungen zwischen Ihnen und Aiden Jackson? Ja. Und es kam zu einer unglücklichen Überschneidung. Naja, wir sind Profis. Ja, ist die Frage, ne? Das ist... Nein, das ist alles in Ordnung. Wir hatten nur unterschiedliche Strategien und es kam zu einer unglücklichen Überschneidung. Letzte Saison gab es zwar Probleme, aber die gehören der Vergangenheit an. Warum fragen Sie? Nun ja, Sie schienen bei Ihren Funksprüchen sehr wütend auf Ihr Team zu sein. Manche fragen sich, ob das ein Indikator für ein tiefer liegenderes Problem hinter den Kulissen ist. Was würden Sie dazu sagen? Deswegen braucht man sich keine Gedanken machen. Das war nur das Adrenalin. Wenn man mitten im Rennen ist, kann es schon mal mit einem durchgehen. Ich weiß nicht mal mehr, was ich gesagt habe. Wenn ich zu ausdrucksstark war, werden wir hinterher höchstens darüber lachen. Danke für den Kommentar. So sehe ich das auch.
Kapitel 8. Der Zwischenfall der Boxengasse hat Ackermann zwar ein paar Plätze gekostet, aber er hat sich mühsam zurückholen können und den Grand Prix von Bahrain mit einer ansehnlichen Platzierung für sich und Aston Martin beendet. Ich verstehe es einfach nicht. Er darf zuerst an die Box, sein Auto bekommt das einzige neue Triebwerk und dann darf er im Qualifying nach mir starten. Ach, der Junge ist praktisch schon der erste Fahrer. Das kann ich mir nicht vorstellen. Warum bezahlen sie ihm dann mehr? Das regt dich also immer noch auf. Nein. Weiß nicht, vielleicht. Ich wünschte, ich hätte es nie erfahren. Aber es geht dir doch nicht ums Geld. Ich bin alt. Du bist nicht alt. Fang nicht wieder so an. Ich bin alt. Für einen Fahrer bin ich alt. Ach komm, das ist deine letzte Saison. Mach das Beste draus. Ich hab's Ihnen noch nicht gesagt. Wann sagst du es denn? Bald. Okay. Und bis dahin solltest du Jackson ignorieren. Okay. Und spiel nicht länger das Opfer. Das steht dir nicht. Ja, schon klar. Als nächstes geht's nach Sandford. Alle werden dir die Daumen drücken. Sei der Mann, den sie lieben. Und hey. Was? Sei der Mann, den ich liebe. Das ist süß. Hast du dir das selbst ausgedacht? Das ist mein natürlicher Charme. Ja, Verstappen kann mir nicht das Wasser reichen. Musste das jetzt sein? Okay, ja. Strategische Probleme. Ja, gut. Okay, ich gucke noch, ob es hier irgendwas, aber ich glaube, es gibt nichts Neues. Devin Butler. Ich glaube, hier gibt es dann auch immer recht wenig Aktuelles für uns. Frustrierend, ja, niemand hat Schuld. Wie gesagt, macht Pause, wenn ihr das lesen wollt, bitte. Es ist, wie gesagt, nicht meine Welt. Dass viele lesen, ne? Also nicht, dass wir sie missverstehen. So, the next try. Kapitel 9. Mechanisches Versagen und Ärger mit der Teamstrategie haben Ackermann bei den ersten Rennen der Saison stark beeinträchtigt. Jetzt, wo die F1 auf dem Weg nach Sandford in Ackermanns Heimat, den Niederlanden, ist, hofft er, dass er diese Heimkehr als Allheilmittel für sein aktuelles Problem erweist. Der Grand Prix der Niederlande. Ja. Ja, ist Niki Lauda letzte Sieger war, weiß ich. Zoe? Papi! Hey, Lilly. Na, was hast du heute gemacht? Ich habe ein Bild gemalt. Ja? Was für ein Bild denn? Das ist geheim. Okay, vielleicht kannst du es mir ja mal zeigen. Vielleicht. Gewinnst du heute, Papi? Ich hoffe es. Hey, kann ich dich mal was fragen? Was denn? Wer ist dein Lieblingsrennfahrer? Du. Wollte nur auf Nummer sicher gehen. Kann ich mit Mami sprechen? Nein. Okay. Tschüss, Papi. Tschüss, Lilly. Okay. Ich dachte wieder David Gaming. Da haben wir ihn. Ah, Kasper ist am Ende. Boah, das ist aber gemein. Hofft zwar, dass er gewinnt, aber wetten würde ich auf Verstappen. Sage mal, das ist nicht sehr nett. So, dann gehen wir hier mal rein. Ja, wie gesagt, macht Pause. So, weiter geht's. Alles gelesen.